Hand in Hand mit der Polizei, Fahrzeug- und Personenkontrolle im Kosovo. Camp Cabra, Nordkosovo, am frühen Abend. Direkt vor dem Camp verläuft eine wichtige Verbindungsstraße in Richtung Mitrovica. Befehlsausgabe im Zelt des Bravo-Zuges der 2. Kompanie der Operational Reserve Force. Der Zugführer weist seine Soldaten ein und erklärt den Auftrag für den heutigen Abend. Wir haben hier heute den Auftrag, einen Kontrollpunkt einzurichten. Sprich, wir werden hier heute Fahrzeugkontrollen durchführen, im Schwerpunkt um Sprengmittel, Drogen und Waffen zu finden. Eine Stunde später. Die eigentliche Lagereinfahrt wird mit Pylonen und Estradrollen zum Kontrollpunkt ausgebaut. Die Straße gesperrt. Es gibt eine klare Aufgabenteilung. Die Soldaten kontrollieren die Fahrzeuge. Die Kosovo-Police wird die Personenüberprüfung durchführen. Der Sprachmittler übersetzt den geplanten Ablauf für die Polizisten. Vor dem Kontrollpunkt wird eine erste Fahrzeugeinteilung durchgeführt. Wir haben hier in drei Kategorien unterteilt. Einmal viele Gruppen männlich, gemischte Gruppen in männlich und weiblich und einmal in Fahrzeugen mit älteren Leuten sowie Familien mit Kindern. Grundsätzlich werden alle Fahrzeuge kontrolliert. Der Schwerpunkt liegt aber bei jungen männlichen Insassen. Bei anderen Personengruppen entscheidet der Zugführer lagerabhängig. Durch die Polizei werden die Personalien festgestellt. Motor aus, Hauben und Türen auf. Die Personen müssen aussteigen. Anschließend wird das Fahrzeug durch einen Soldaten gründlich abgesucht. Bei Insassen und Fahrzeug ist alles in Ordnung. Sie können ihre Fahrt fortsetzen. Aus Platz- und Sicherheitsgründen kann immer nur ein Fahrzeug kontrolliert werden. Höflich, aber bestimmt ist die Devise. Soldaten und Polizei arbeiten Hand in Hand. Schnell, aber gewissenhaft erfolgt die Überprüfung. Niemand soll unnötig warten. Fahrzeug für Fahrzeug wird kontrolliert. Die Stimmungslage bei den Insassen ist gemischt. Die ortsansässigen Bewohner kennen den Kontrollpunkt. Sie wissen nur nicht, wann wieder kontrolliert wird. Trotzdem ist nicht jeder damit einverstanden. Durchdrehende Reifen sind aber die einzige Folge. Nach Rücksprache mit der Polizei wird dann die Kontrolle beendet. Es hat sich in der Gegend rumgesprochen. Der Zugführer fasst den Abend zusammen. Wir haben jetzt in einer Stunde 14 Fahrzeuge und 29 Personen kontrolliert. Es gibt immer Sachen, die man verbessern kann. Das werde ich jetzt gleich in der Nachbesprechung mit denen durchgehen. Und beim nächsten Ansatz werden wir Kleinigkeiten verändern. Kurzes Sammeln in kleiner Runde durch den Hauptfeldwebel. Viele Punkte gibt es nicht zu besprechen. Es ist kurz vor Mitternacht. Langsam kehrt wieder Ruhe ein, hier im Camp Cabra im Norden des Kosovo.